Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit der objektorientierten Analyse beschäftigen. Und die objektorientierte Analyse ist ein Verfahren, mit dem man aus Textbeschreibungen ein objektorientiertes Klassenmodell ableiten kann. Wo braucht man das? Im Programmieralltag ist es üblich, dass man eben nicht nur mit seinesgleichen redet, sondern auch mit Personen und Mitarbeitern, die aus anderen Fachbereichen kommen und die von Programmieren und Softwareentwicklung natürlich genauso viel Ahnung haben wie wir über Marketing und Vertrieb beispielsweise. Und der Punkt ist jetzt eben, in diesen Prosa-Texten oder vielleicht auch strukturiert nach Anforderungen, diese Texte können wir jetzt eben als Grundlage nehmen, um darauf ein objektorientiertes Modell aufzubauen. Also wie gerade eben schon erwähnt, idealerweise bekommt man vielleicht ein Last- oder Pflichtenheft oder wenn man agil unterwegs ist mit Scrum beispielsweise, bekommt man User Stories geliefert, die man eben dann analysieren kann. Aber prinzipiell geht das auch wirklich mit einfacher Prosa, also wirklich ein Text, der einem vorliegt. Und den können wir eben analysieren und dann mit Hilfe der objektorientierten Analyse so umformen, dass für uns ein Grundgebilde an objektorientierten Klassen entsteht, das wir eben weiter verfeinern können. Und die objektorientierte Analyse, die wir uns jetzt in den nächsten Videos genauer anschauen werden, ist eben in folgende 5 Einzelschritte aufgeteilt. Wir müssen erst alle Substantive erfassen, denn diese Substantive sind potenzielle Kandidaten für Klassen. Dann müssen wir eben die Daten für jedes Substantiv erfassen, also aus was setzt sich eben ein Substantiv zusammen. Daran erkennen wir eben, wie wir die Komposition zwischen unseren verschiedenen Klassenkandidaten gliedern könnten. Dann müssen wir eben alle Verben erfassen, das sind eben Kandidaten für Methoden. Und im Anschluss schauen wir uns Adjektive, Adverbiale, ähnliche Sachen an, denn diese Sachen beschreiben häufig Randbedingungen, die wir eben mit in unserem Code, in unserem Klassenmodell mit einarbeiten müssen. Und wenn wir dann mit diesen 4 Schritten durch sind, dann bekommen wir letztendlich ein Klassenmodell langsam, das wir eben aufbauen können. Sicher ist aber ziemlich, dass man, wenn man diese Schritte einmal durchlaufen hat, wird man noch lange nicht bei dem Ziel sein, den man hier eben sozusagen sagen können, okay, das ist unser Ziel, da wollten wir hin und fertig sind wir. Sondern wir müssen dieses entstandene Modell sehr häufig noch verfeinern und dann eben weitere Klassen beispielsweise hinzufügen. Oder wir durchlaufen diese 4 Schritte nochmals, damit wir eben diese Punkte jeweils nochmals anwenden, vielleicht auf einen genaueren Text, um dann unser Modell letztendlich zu verfeinern. Und wir sehen uns dazu eben ein Beispiel an. Und das ist tatsächlich der Text, den ich aus der deutschen Wikipedia kopiert habe zur Beschreibung von 4 Gewinns. Also dem Spiel, das hoffentlich jeder kennt. Man hat eben, naja, der Text beschreibt es ja. Das Spiel wird auf einem senkrecht stehenden hohlen Spielbrett gespielt, in das die Spieler abwechselnd ihre Spielsteine fallen lassen. Das Spielbrett besteht aus 7 Spalten und 6 Reihen. Jeder Spieler besitzt 21 gleichfarbige Spielsteine und wenn ein Spieler einen Spielstein in eine Spalte fallen lässt, besitzt dieser den untersten freien Platz der Spalte. Gewinner ist der Spieler, der es als erster schafft, 4 oder mehr seiner Spielsteine waagerecht, senkrecht oder diagonal in eine Linie zu bringen. Und das Spiel endet unentschieden, wenn das Spielbrett komplett gefüllt ist, ohne dass ein Spieler eine Viererlinie gebildet hat. Das ist eben der Text, den ich aus Wikipedia, aus der Deutschen, rauskopiert habe für dieses Spiel. Und wir werden uns in den nächsten Videos eben damit beschäftigen, wie wir aus diesem Stück Prosa ein objektorientiertes Modell, ein Klassenmodell bekommen, indem wir diese 5 Schritte, die wir gerade aufgezählt haben, anwenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.